Hallo! Hey! Willkommen zu einer neuen Folge von She's Talking! So, nö. Wir sitzen jetzt hier an einem Sonntagmorgen im Fast hässlichen 12 Uhr. Berlin. Cozy sitzen wir. Jetzt ist erstmal Tag. Nach einem Oh mein Gott! ereignisvollen Ja. Wochenende. True, es ist nicht dunkel. Ja. Geil! Ich glaube, ihr seht nicht mehr einen richtigen Unterschied, aber. Doch, Nee. das ist viel cleaner, das Bild, Ich auf jeden könnte das Fall. hochmachen eigentlich ein Mach bisschen. mal hoch. Ja, mach mal. So Danke. nicht. Dankeschön. Cool. Wir haben jetzt auch sowas bei uns im Badezimmer angebracht als Rollo. Voll gut. Rollo. Heißt es nicht Heißt Rollo? das nicht Rollo? Ja, heißt er Rollo. Wirklich? Rollo. Ja. Rollo. Ist vielleicht sogar richtig, weil es mit Doppel-L Ich geschrieben sag wird. Rollo, klingt sehr gehoben. Ich Ich sag einfach immer habe so auch ein Rollo. Rollo bei mir im Badezimmer. So ein bisschen französisch, weil ich sage immer ganz brandenburgisch einfach Rollo. Mach mal das Rollo runter. Ich komme ja aus Berlin-Charlottenburg und da sagt man Rollo. Rollo. Ich liebe diese unterschiedlichen Worte. Das ist toll. Naja, auf Ja. jeden Fall sitzen wir jetzt hier. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich freue mich wirklich ein bisschen auf das Ja, ist Thema. wirklich Ja. lustig, glaube ich. Auch Stories von euch haben wir mitgebracht. Und ja, gibt es noch irgendwas, was ihr von eurer Woche erzählen wollt? Ich habe Bill Kaulitz Oh angefasst. mein Gott, ist so, das Ja, ist ein Highlight, das ehrlich muss ich jetzt. gesagt. Das ist das Einzige, was ich erzählen will Wir haben eigentlich. Tokyo Hotel live gehört. Ich habe ihn wirklich mit Absicht. Kann ich das erzählen? Doch, beim Ja. Vorbeigehen. Ich liebe doch Kaulitz Hills so doll. Ich liebe die wirklich doll. Und dann habe ich ja gehofft, man kann die auch richtig treffen. Ne, dann haben wir uns das Konzert angehört und dann stand Bill wirklich draußen mit normalen Leuten dann so rum. Und ich weiß, ich kann ihn doch jetzt aber nicht so fangirlmäßig ansprechen und bla bla bla. Und dann sind wir gegangen und ich bin so an ihm vorbeigestriffen. Deswegen Boah. habe ich jetzt Bill Kaulitz berührt. Das Hättest ist du mal geil. sagen können, hey, ich mag deine Ja, Kunst ich total, habe mich nicht deine Kunst. getraut. Kunst? Sein Podcast, Wo Alter. bist du Ich war denn gerade kurz gerade? verwirrt. Naja, also ja, aber er hat da mit so einem anderen Podcaster geredet. Ich habe es zum Scheitern verurteilt, der Podcast. Mit dem hat er geredet und den höre ich auch. Oh mein Und Gott. dann gehe ich da halt nicht hin und bin so, hallo. Ich wollte nur, weißt du, ich hätte da cool hingehen müssen und sagen, hey, Ja, weißt du? ganz Aber souverän. da war ich nicht in der Lage zu. Aber es war ein richtig cooles Event. Emma hat mich netterweise mitgenommen. Es war eine Erfahrung. Und ach, ich hatte Spaß. Ja, Ja, das ist und passiert. wir waren auf noch einem Konzertevent sogar am Donnerstag. Das war auch richtig sweet. Das war so ein Release-Event. Freitag, Echt? so Freitag? Freitag. Ah, okay, stimmt. Von so einem Ja. no neueren Artist. Was dann Ja, der irgendwie macht schon auch. lange Musik tatsächlich. Echt? Ja. Okay, aber trotzdem würde ich sagen, Wie eher heißt Newcomer-Artist. Newcomer? Jakey. Jakey, genau. Und das ist ja irgendwie ganz witzig dann auch für dich, dass du so diese krass unterschiedlichen Vibes zwischen einmal so eine Band, die richtig fame ist und einer riesen Influencer und eher so ein Ja. PR-Event daraus macht und dann Jakey, der das so viel intimer gemacht hat und viel, also ich fand, das war so ein ganz cozy, intimer Vibe irgendwie. Ja. Ja, nee, genau. Wir waren auf ein paar Events. Wir waren am Mittwoch ja auch mit Uniqlo in der Oh Uckermark. mein Gott, ich Das habe war das schon auch wieder vergessen. süß. Das war So, können wir richtig süß. kurz, war ein Ja. geiler Schnee. Ja, da war ja sogar Nikolaus. Ja. Und Ja. die haben das so toll gemacht, dass man halt Ja. absolut Christmas-Vibes schon Es war hatte. wirklich eine kleine Klassenfahrt auch. Und es war Einfach. richtig schön. Nee, es war echt ganz lustig, weil man mit so 15 anderen, also mit 15 CreatorInnen, in so einem Bus dann dahin gefahren ist. Und das war so funny, diese bisschen extrovertierteren Leute saßen dann so alle hinten und waren so gut drauf und so. Und wir saßen alle so vorne und haben so ein bisschen unser Ding gemacht. Ja. Es war einfach echt ein süß Süß. organisiertes. Ich würde sogar sagen, bei mir kommt es auf Platz 2 der Events generell. Was ist denn dein Platz 1? Kiez Event in Ah ja. Madrid. Ah, okay. Ja, würde ich Ja. schon sagen. Aber ja, es war toll. Und. Boah, das Bill Kaulitz Event jetzt hier, das Tokyo Hotel Event ist schon auch einfach, es macht so einen Unterschied, wenn man halt die Brands auch selber cool findet oder die Sachen, Ja. wo man das sind ja auch selber so feiert mäßig. Ja, auf jeden Ne? Fall. Also Uniqlo ja auch geile Marke einfach. Ja. Und jetzt Gerne ist ja wieder. alles so Christmas-themed immer bei den Events. Und deswegen, ihr wart ja auf so einem, es war ja im Prinzip so ein Weihnachtsmarkt, ne, wo es dann halt geiles Essen Ja, gibt. ja. Und auch bei dem Nagellack-Event, wo wir waren, das war ja auch so richtig Auch Weihnachtsthemed. richtig Und dann hat man süß. halt so nice Activities und Dinner und so. Das Und die geben sich alle so Mühe, das ist ganz, ganz so toll. cozy, Und man ja. muss dann immer so realisieren, dass man das ja wirklich auch irgendwie verdient hat, da zu sein, so. Also, womit hat man das so verdient, dass man sowas Süßes immer so erleben kann? Ja. Einfach nur mit irgendwie Kacke, die man halt ins Internet stellt am Ende. Ganz verrückt. Ja. Aber
es ist total toll und ich finde es ganz toll und ich bin sehr dankbar, dass man sowas erleben kann, vor allem halt auch wir zusammen. Irgendwie. Ja, dass wir dann so zu dritt ausgesucht werden, auch für Uniqlo jetzt, es waren ja wirklich nur 15 Leute, das ist so toll, dass wir da zu dritt mit konnten. Ja. I was very happy. So. Same. Also die Woche war so ein bisschen geprägt von irgendwie viel Arbeit, irgendwie bei mir zumindest, irgendwie so Jobs jetzt vor Weihnachten, so Kooperationen und die Events und so, also das war viel los, meine Heizung ging wieder nicht. Boah, das ist irgendwie... Ja, dann war ich gestern bei meiner Familie, sowas ist halt bei mir jetzt persönlich abgegangen. Ja, bei mir auch viel jobtechnisch und mit Freunden einfach cozy times, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Uni auch. Ich habe das Gefühl, man hat gerade viele Abgaben irgendwie, jetzt so kurz vor Weihnachten immer. Bisschen Bib, bisschen was machen. Stimmt, du warst echt in der Bib jetzt ein paar Mal, ne? Ich bin jetzt nächste Woche, Dienstag bin ich wieder da. Voll gut. Ja. Ja, also so ein bisschen Zeit vor Weihnachten halt einfach, ne? Aber geht auch super schnell vorbei, finde ich. Extrem. Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk und es ist schon der 10. oder so jetzt. Es ist wirklich, also für mich gefühlt ist nächste Woche schon Weihnachten. Also gefühlt. Ja. Weil die Zeit jetzt so schnell irgendwie vergeht. Aber gefühlt auch erst in so 2 Monaten. Es sind einfach 2 Wochen. Also ich fühle mich noch gar nicht wie Weihnachten, deswegen. Aber deswegen ist es, glaube ich, jetzt ist es so schnell da, einfach so dieser Tag und so. Ich meine, heute ist ja 2. Advent, also so zwei Wochenenden ist halt schon der 4. Oh Gott. Und das ist halt Weihnachten. Ja, weil das dies Jahr halt am 4. ist, ist das halt so kurz alles irgendwie. Man müsste, wenn man jetzt Geschenke bestellt, müsste man sie jetzt bestellen, damit sie pünktlich ankommen, glaube ich. Oh Gott. Oh mein Gott, außer Amazon. Ja, aber ja. Ja, aber selbst da kommen die ja manchmal nicht. Man weiß ja immer nicht so. Boah, Leute, das, ja. Naja, kriegen wir schon noch irgendwie alles hin. Ja. Ne? Hanna, hast du dir ein cooles Chatting heute mitgebracht? Ich wollte den Übergang von Influencer-Events, Influencer-Sein so ein bisschen schlagen. Wir reden ja heute über Dating, ne? Erste Dates, Dating. Und ich wollte fragen, inwieweit euch vielleicht manchmal dieses Influencer-Sein beeinflusst, um Leute auf romantischer Ebene kennenlernen. Ob ihr damit schon mal Erfahrungen gemacht habt, dass das irgendwie negativ oder positiver ankam, ob ihr euch manchmal vielleicht auch irgendwie dafür schämt oder so, dass man dann sagt, es ist ja mittlerweile schon so, dass man nicht die Nummer direkt gibt, sondern eher irgendwie die Socials, irgendwie, also Instagram. Und ob ihr da irgendwie dann so das gerne macht oder ob ihr irgendwelche Maßnahmen habt oder könnt ihr erst mal sagen. Ich habe gestern kurz mit Soso telefoniert und ich muss so lachen, gerade weil wir haben genau darüber geredet. Ja. Du kannst eigentlich anfangen, weil es ist genau die Situation gewesen, finde ich. Ja, also ich muss sagen, so aus meiner Vergangenheit heraus habe ich ja eher so negatives Feedback von meinem Umfeld teilweise auf diese ganze Social-Media-Sache bekommen, also einfach so in der Schule. Und deswegen war ich jetzt so beim Daten auch immer eher ein bisschen vorsichtiger, bis ich das erzählt habe, würde ich sagen, weil es ist im Prinzip, es ist einfach ein Job, aber es ist halt ein Job, der sehr, sehr öffentlich ist und der vor allem auch irgendwie viel Privates preisgibt und der Person dann die Möglichkeit gibt, mich, also über mich vorzuurteilen, bevor sie diese Sachen vielleicht von mir erfahren hat. Also wenn ich jetzt jemandem beim ersten Date erzähle, ey, hier ist mein Podcast, Leute, du kannst mich jetzt komplett durchstalken. Das ist irgendwie ein weirdes Gefühl, weil ich weiß, er kann so viel mehr über mich erfahren, als ich über ihn jetzt in dem Moment. Und es sind nicht Sachen, die ich ihm jetzt so erzähle, wie ich es ihm vielleicht erzählen will, sondern das sind Sachen, die er sich dann irgendwie so daraus nimmt und die habe ich aber für eine Audience so erzählt und nicht für ihn irgendwie. Und deswegen, also genauso auch mit Instagram natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Instagram-Bild von meinem Bild so in der, also in der Realität irgendwie abweicht. Also ist schon alles sehr authentisch, würde ich sagen. Aber wie gesagt, es bietet einfach sehr viel Insight und es ist mir dann schon manchmal, es fällt mir schon schwer, das bei so einer Kennenlernphase dann zu erzählen. Und die Reaktionen sind, also gestern war dann wieder so ein Moment, wo man das dann erzählt hat. Also gestern war total so ein nicer Talk, das zu erzählen. Das, die meisten Leute finden das ja auch eigentlich interessant. Sind dann so, ah, echt, okay, wie lange machst du das schon? Okay, was genau machst du da dann schon auch so, wie viele Follower hast du da und so weiter? Echt? Ja, aber ich glaube, also das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, sondern eher aus, wo man dich so einordnet vielleicht. Ja, wahrscheinlich, obwohl es ja eigentlich egal sein sollte. Ja, aber ich glaube, es ist schon interessant zu wissen, so wie groß das einfach ist. Ja, weil ich ja jetzt nicht direkt meinen Account hinhalte, sondern
die sich dann so eine Vorstellung davon machen wollen. Und in der Vergangenheit habe ich das aber eben auch mal erlebt, dass ich das dann einem erzählt habe und dann haben wir da so ein bisschen drüber geredet, weil der auch super viel dazu gefragt hat dann. Und dann bei einem nächsten Date war der aber halt so, ja, also das ist für mich halt schon so ein komplett weird, weil, oder also eine ganz andere Welt, weil er halt nicht so Social Media affin ist und das so dann nicht so verstehen kann und auch irgendwie, ja, dann nicht so den Bezug zu hat. Und dann habe ich mich gefragt, muss man denn aber immer einen krassen Bezug zu dem Job vom Partner haben? Also ich weiß nicht, wenn mein Partner jetzt Medizin studiert und Doktor ist oder so irgendwann, dann verstehe ich das ja auch nicht alles, was er macht. Ja, ich glaube, es kommt dann, ich verstehe voll, was du meinst. So, aber ich finde es gut und ehrlich, dass er das kommuniziert hat und gesagt hat, weil es ist auch legitim einfach. Ich glaube, es kommt eben dann darauf an, irgendwie wie viel das so in deinem Leben einnimmt und wie das dann das gemeinsame Leben vielleicht beeinflusst, weil, und das finde ich eben so krass, weil die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass man dann eben so auch verurteilt wird wegen des Klischees wegen, ne, also ja. Ihr macht ja immer Fotos vom Essen, willst du erstmal ein Foto vom Essen machen, so auf LOL dann irgendwie aufziehen irgendwie oder ne, oder du willst, machst, also dass man einfach das Klischee ist, was 100%. Du ja vielleicht am Ende überhaupt nicht bist, so, und das finde ich dann eher unangenehm irgendwie, weil man ja. Dann eben über einen Kamm und geschert wird und verallgemeinert wird mit eben diesem Klischee. Und was wir ja jetzt nicht immer zu 100% bedienen oder natürlich auch ein Leben ohne Handy irgendwie haben oder so. Und dann ist es natürlich ne, schade, wenn er dich ja eigentlich gar nicht so gut kennt, dass er dich dann eben so in diese Schublade eingeordnet hat und eben davon ausgeht, du bist so wie alle anderen. Mhm. Total, der fing ja dann damals auch ja. An so, ja, aber wenn wir dann in Urlaub fahren würden zusammen, ich dachte mir so, Bruder, zweites Date, chill mal, würdest du dann so die ganze Zeit auch Fotos machen oder was ja. Bedeutet das dann? Und so, ich check das, man hat keinen Bezug dazu, aber das war irgendwie so ein bisschen, hat das mich… Das ist halt schade, weil das klingt so vorwurfsvoll irgendwie. Ja. Und so negativ belastet. Genau, auch. Negativ, ja. Hätte ich auch gesagt. Was ich aber auch das Gefühl habe, ist dieses Berufsfeld einfach ein bisschen ja. Negativ belastet für die Außenwelt. Und deswegen, wegen dieser Vorurteile, hat man halt so eine kleine Hemmschwelle, das zu erzählen. Ja. Aber du kannst ja mal, ja. Ich wollte nicht reinbrechen. Nee, ich habe jetzt, ich muss sagen, ich habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Meinst du jetzt meine generelle Meinung? Oder? Ja, so deine Erfahrungen und so. Einfach dadurch, dass ich glaube, die Leute, die ich gedatet habe, die wussten alle, dass ich Social Media mache im Voraus. Also ich habe mich jetzt mit keinen Leuten, stimmt das? Mit keinen Leuten getroffen, wo ich das so droppen musste, wo ich das gesagt habe und dann war es so, wow, du machst Social Media. Ja. Sondern man kannte sich schon und dann wussten die auch, ich mache das so. Und dann kamen halt auch immer so ab und zu Kommentare von wegen, ich weiß nicht, wenn man in so einem Restaurant sitzt und dann so, ja. Oder du machst einfach eine Story jetzt, haha, dann essen wir umsonst. Ich bin so, oh mein Gott. Ja, das lustig. Ist unangenehm. Cool. Also das ist halt unangenehm, ähnlich wie dieses mit dem Fotos machen. Mhm. Aber ich versuche das immer so zu drehen, so, das ist halt ein Job. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich dann noch sage, yo, ich kann heute nicht, ich muss noch was abfilmen oder so, dann ist das halt so. Mhm. Und dann ist eigentlich auch immer alles entspannt. So, ah, okay, kein Ding. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich erzähle da so wenig wie möglich von, damit so wenig Angriffsfläche wie möglich da ist. Ja. Wenn ich jetzt so, ich würde auch niemals direkt erzählen, dass wir einen Podcast haben oder sowas, weil ich so Angst hätte, man kann mich halt full durchstalken. Ja. Das ist halt das Einzige, stimmt. Was mir richtig Angst macht. Auch wenn ich Leuten mein Instagram gebe, ich weiß nicht, wenn man angesprochen wird auf der Straße oder sowas und man so sein Instagram gibt, dann ist es so, hier, mein ganzes Leben einfach kannst du dir voll. Jetzt geben in 5 Minuten. So, du kannst ja wirklich runterscrollen bei mir bis, keine Ahnung, 2020. Alle Highlights voll dann auf meinen markierten Beiträgen und so. Du kannst ja, also weißt alles über mich dann. Ja. Und das ist das Einzige, wo ich sage, dass ja. Da kann man nichts ja. Gegen machen. Ich meine, das ist so. Man hat sich ja aktiv auch dafür entschieden. Ja, man hat sich dafür ja. Entschieden und es führt auch keinen Weg dran vorbei letztendlich. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, dass nervt mich, aber das ist ja dann nicht, dass man das so face-to-face gesagt bekommt, so, haha, ich sorge dich jetzt komplett durch und ich weiß alles über dich, sondern das ist eher, was sich dann in meinem Kopf abspielt, so von wegen, boah, die Person könnte, also. Weil man es ja auch selber machen würde. Genau, ich wollte gerade sagen, jeder stalkt, ja. Ja, voll. Vor allem, wenn man dann in Kontakt ist mit Personen, die auch Social Media machen oder so, mit Liebe stalk ich durch. Ja. Also, weil einfach die Möglichkeit da ist. Ja, vor allem jetzt hier, wenn ich jetzt überlege mit meinem alten Podcast auch, was ich da alles gedroppt habe, ja. An Sachen, die ich ja teilweise nicht mal meinen Freunden irgendwie erzählt ist habe. So, ja. Einfach weil, ich weiß nicht warum, ich habe das natürlich dann nicht verpackt und die Situation genau geschildert, sondern allgemeiner gefasst, aber es sind ja trotzdem so irgendwie dann auch so, keine Ahnung, Struggles oder
auch happy Sachen, Erlebnisse oder so. Und dann stell dir vor, du erzählst dann davon und er weiß eigentlich schon. Ja. So. Und ist so, ah, aber ach, also es ist ja, so. Oh Gott, ja. Ich finde das halt auch schwer und es ist immer so ein schmaler Grat zwischen, irgendwo bin ich ja auch, also bin ich auch stolz drauf, dass ich diesen Job machen darf und irgendwie so eine tolle Community habe und auch einfach Spaß dran habe, Videos zu schneiden mhm. oder so. Und dann will ich das ja eigentlich auch gerne erzählen und zeigen, so gefühlt irgendwie. Und halt diesem Klischee und diesem Vorverurteilt werden und so, das finde ich ist halt immer so. Und das kommt dann total auf die Person drauf an, wie man die halt auch irgendwie einschätzt. Ich würde es auch nie direkt irgendwie erzählen oder sowas ja, so und sagen, ja, ich bin Influencer oder so. Mhm. Jetzt zum Beispiel in meiner Uni habe ich das auch noch keinem so richtig erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich arbeite, aber ich habe nie gesagt, was so. Sag mal, ich bin selbstständig, ja, kann sich jeder seinen Teil dazu denken, ich weiß nicht. Ja, aber dann fragen die mal, also bei mir, das habe ich auch am Anfang gesagt in der Uni, aber die meisten haben schon dann nachgefragt, ach cool, was machst du denn? Weil selbstständig so ist ja auch irgendwie spannend. Irgendwie kam es noch nicht dazu bei mir. Und dann will ich das nicht von alleine sagen. Also wenn die mich direkt fragen würden, ja, was machst du denn? So, dann würde ich sagen, ja, ich mache so ein bisschen Social Media. So, das würde ich dann sagen. Aber dadurch, dass diese Frage noch nie direkt kam, was machst du denn? Sage ich das auch nicht. Die haben nur gefragt, arbeitet ihr nebenbei? Und dann war ich so, ja. Es ist voll krass irgendwie, oder? Dass man dem so ein bisschen aus dem Weg geht, obwohl das ja eigentlich, wie schon meintest, was ist auch, worauf man stolz sein kann und was voll cool ist. Weil andere erzählen dann auch so voll fett von ihren Jobs irgendwie. Ja, also ich arbeite ja bei einem Fernsehsender oder so. Mhm. Oder ich mache ja dies und das. Und das ist halt, das liegt wirklich an diesem sehr negativ behafteten Bild, was viele Leute einfach davon haben. Wenn ich sage, ich bin Influencerin, das boah, da geht, glaube ich, bei ganz vielen so viel ab dann im Kopf, wenn man das sagt. Und dann zum anderen natürlich auch diese Privatsphäre einfach, die dann nicht mehr so krass da ist. Weil zu dem Thema Stalken, also mir wurde dann schon in mehreren Fällen, wenn ich das gedroppt habe, gesagt, ah cool, dann muss ich dich später mal durchstalken. Wirklich genau so. Das ist so also, unangenehm. Deswegen, ja, also mach das doch, aber sag mir das noch nicht. Ja. Ich gehe dann erstmal alle meine Highlights nochmal neu durch und gucke, wie sich wirklich dass für die Person anfühlt, die mich jetzt stalkt. Aber ich dachte mir dann so, nö, ich lasse mich davon jetzt einfach gar nicht. Also, das ist doch so ein großer Teil von mir. Es ist vielmehr so schwer, dann auch gestern das nicht zu sagen, weil dann redet er irgendwie über seinen Job oder so und denkt die ganze Zeit, ich bin die langweiligste Person auf der Welt, die einfach keinen Job hat oder die nichts macht in ihrem Leben. Also klar, ich studiere, aber ich hatte halt, dann es hat halt gepasst, das dann zu erzählen. Ich glaube, vielleicht, wenn man dann auch, also man kommt ja auch immer darauf an, wie wohl man sich mit dem Gegenüber dann irgendwie fühlt und man kann ja vielleicht auch schon so ein bisschen irgendwie manchmal einschätzen, irgendwie wie der so drauf ist und das so sehen könnte und dann kann man ja sonst auch offen irgendwie sagen, ja, ich weiß, da gibt es halt viele Klischees, aber ich bin halt auch irgendwie so jemand, der halt Social Media macht und es macht mir aber mies viel Spaß und ich kann mich da irgendwie ausleben oder so. Und jeder, der da dich gerne mag für die Person, die du bist, so wird dann nicht sagen, boah, mieser Ick. So, also, und ich denke mir auch, wenn jemand damit wirklich so ein Problem hat, dann lieber droppe ich das doch am Anfang oder halt beim zweiten, dritten Treffen so. Ehrlich gesagt, wenn ich da Potenzial sehe, so, dann droppe ich das doch eher am Anfang, als dann irgendwann. Und dann ist ja so, boah, damit komme ich gar nicht klar, krass, so, dass du das gar nicht erzählt hast. Und dann hat man so ein bisschen die Zeit verschwendet. Ja, ich glaube, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder nein? Ja. Sorry, ich muss überlegen. Ja, ich hab's wieder vergessen auch. Ja, ich stimme zu, aber ich wollte irgendwas sagen. Sorry. Aber ich habe es wieder vergessen. Ich habe gehustet. Jemand muss ein Ja-Count einblenden kurz. Wow. Das war wirklich krass. Highscore, glaube ich. Also, ich stimme zu. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Wisst ihr, wie ich meine? Also, du kannst das direkt am Anfang sagen, aber dann kennt dich die andere Person ja auch gar nicht so sehr, dass sie weiß, dass du eben nicht dieses Klischee bist. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und dann schert sie dich wieder über einen Kamm mit all den anderen und denkt, du bist so wie alle andere, dann sagt er, ja, nee, dann will ich nicht, obwohl du ja eigentlich nicht so bist wie die 0815-Influencerin von 2018. So, wisst ihr, was ich meine? Voll. Weil er dich noch nicht so gut kennt. Dass es abschreckend dann ist. Genau. Von der Person. Und dann sagt er schneller, nee, ist mir nichts, obwohl er dich noch nicht mal richtig kennt. Dann will ich ihn aber eh nicht, weil dann fand er auch meine erste Impression schon. Also ich finde ja, ich möchte doch eine Person, also ich erwarte ja so ein bisschen dann, dass man sich trifft und er hat mir ja, also man lernt sich ja dann auch erstmal
unabhängig davon kennen. Und dass er mich so sympathisch findet oder einfach interessant, dass er halt sagt, dass er nicht diese Vorurteile mir gegenüber hat. Der sieht mich doch gerade vor sich stehen und hat doch schon Stunden mit mir geredet über andere Dinge. Und hoffentlich hat er da schon gemerkt, dass ich vielleicht, also dass ich halt, wie ich bin, so. Und natürlich kann man eine Person da nicht so voll checken nach irgendwie, sagen wir mal, 10 Stunden oder wie viel halt dann 2 Treffen. Okay, das ist ein bisschen viel. Aber so, wisst ihr, was ich meine? Also ich würde mir schon erhoffen, dass es so sehr vibet oder man sich versteht, dass das dann nicht, also nicht so signifikant ist, dass er dann sagt, jetzt soll ich dich nicht mehr treffen. Ja, nee, aber dann haben wir jetzt ein gutes Meinungsbild eingeholt, dass es schon auch ein Struggle ist, irgendwie das manchmal mitzuteilen, weil man eben Angst hat, dann verallgemeinert zu werden mit allen anderen. Weil ich glaube, Typen folgen ja jetzt auch nicht so vielen Girly-Influencern und die kennen dann halt wahrscheinlich nur so eine Bibi's Beautifulness, Jackie B oder so jetzt aus. Oder halt irgendwelche amerikanischen Francescas oder sowas, wisst ihr? Und dann denken die, okay, ihr seid halt so. Ja. Und das ist aber nicht so. Ich glaube, viele checken die Schiene gar nicht, in der wir drin sind. Ja. Auch wenn man dann sagt, man hat einen Podcast oder so. Ich muss sagen, Podcast kommt tendenziell immer besser an, als wenn man sagt, man macht. YouTube auch. Ja, YouTube, safe. Ich würde immer eher sagen, ich bin YouTuber als Instagrammerin. Ich mache Instagram und TikTok. Da? Ja. TikTok glaube ich auch noch. So. TikTok ist unterste Schiene, da kommt Insta. YouTube-Podcast. Podcast. Ich sage wirklich, bei Podcasts sind Leute so schon interessierter, worüber man redet, weil es mehr Mehrwert bietet wahrscheinlich. Mhm. Aber genau, wir wollten nämlich heute mit euch so ein bisschen über Dates reden, ein bisschen über unsere Erfahrungen, aber auch über eure Erfahrungen. Wir haben so ein paar Stories bekommen, die so zu einerseits ersten Dates, aber auch generell Dates waren. Ich habe jetzt so 2, 3 rausgesucht. Genau, aber auch über eure Erfahrungen, unsere Erfahrungen. Wir können ja auch mal anfangen mit unseren Erfahrungen so. Was sind eure No-Gos? Was sind eure Red und Green Flags bei ersten Dates? Was sind so eure? Ich habe eine große Red Flag, die bei mir an erster Stelle steht. Das ist keine Fragen fragen. 100%. Keine Gegenfragen stellen, keine Fragen stellen. Also wir machen jetzt so einen kleinen Guide für Personen, die in nächster Zeit vorhaben, auf erste Dates zu gehen. Das sind natürlich nur unsere Erfahrungen dazu zu sagen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht Fakt, sondern ihr könnt euch dann einfach darüber eure eigene Meinung vielleicht bilden. So hätte ich es jetzt formuliert. Ja. So, und dein erster Punkt war dann? Mein erster Punkt wäre, aber da muss man auch aufpassen, wie man's macht. Also nicht gar keine Fragen stellen und achtet darauf, dass wenn ihr was gefragt werdet, ihr die Gegenfrage zurückstellt. Ja, selbst wenn sich das interviewmäßig anfühlt. Ja, weil so kommt man in den Gesprächsfluss, finde ich, rein. Als wenn man, ich finde, es ist eher Interviewsituation, wenn eine Person die ganze Zeit Fragen stellt und man da sitzt und nur beantwortet wird. Das ist ja keine angenehme Konversation. Ja, 100%. Und dann, finde ich, fühlt es automatisch, bleibt man dann bei einem Thema hängen und redet dann da halt ein bisschen länger drüber. Und dann kommt so naturally die nächste Frage rein. Und das können ja schon so ein bisschen so nicht geskriptete Fragen sein, aber so Sachen, die einen einfach wirklich so interessieren. Und ja, mir fällt das auch direkt auf, muss ich sagen, wenn jemand das nicht macht. Ja. Ich weiß noch, da hatte ich auch eine Situation, wo ich euch auch erzählt habe, aber mit einer Freundin, Bekannten irgendwie, wo ich da in der Bahn saß und ich habe euch danach gesagt, boah, das war so anstrengend und scheiße, true, meinst du? Weil sie einfach nichts zurückgefragt hat. Und ich habe mir meinen Smalltalk-Arsch aufgerissen, wirklich. Mhm. Und habe mich interessiert und gefragt. Und man merkt dann einfach so schnell, es kommt nichts zurück. Und es ist dann Stille. Und dir gegenüber sagt dann einfach nichts. Aber du, es macht direkt auch unsympathischer. Ja, vor allem dann zieht man sich wirklich die Sachen aus der Nase. Ja. Und das ist halt, das ist so dann Hardcore-Smalltalk auch. Also auch wenn es cringe ist, so Smalltalk zu führen irgendwie. Ja, was studierst du denn? Oder wo bist du aufgewachsen oder sowas? Sind das ja aber trotzdem wichtige Sachen, zu wissen, um eine Person näher kennenzulernen und natürlich dann auch abschätzen zu können, ob man die weiter kennenlernen möchte. Was machst du in deiner Freizeit? Es ist so cringe, wenn man sich das vorstellt. Okay, ich habe heute auch so durch so eine Website gescrollt. So Smalltalk, 100 Smalltalk-Fragen oder so. Und da steht dann natürlich cringe Scheiße, welche Musik hörst du gerne? Was machst du in deiner Freizeit und so? Und das ergibt sich natürlich dann alles viel organischer so und du stehst da nicht und arbeitest diesen Katalog durch. Aber es sind ja wichtige Sachen. Und wenn dich das auch nicht interessiert, dann trifft doch die Person dann nicht. Also wenn die das nicht fragt. Ja, ich wollte sagen, wenn man Interesse an einer Person hat, Leute, dann frage ich alles. Dann interessiert mich alles. Also
selbst diese ganzen Smalltalk-Fragen, so was für Musik hörst du, das ist mies interessant. Natürlich. Mit Liebe möchte ich wissen, wer die Top 5 Artists waren von dir bei Spotify Rap, weil es mies interessant ist, das sagt voll viel über eine Person aus. Ja. Und dann kann es, dann ist die Frage an sich vielleicht cringe kurz, ach, und was hörst du so für Musik? Und dann droppt der drei Namen und dann ist es so, ach krass, den habe ich auch schon mal gehört, bla bla bla. Dann quatscht man da halt ein bisschen drüber und dann ist die Situation auch nicht mehr, dann ist es nicht mehr so unangenehm. Klar, dass man kennt sich einfach davor nicht von einem ersten Date oder nicht so gut irgendwie. Dann ist doch klar, dass man sich erstmal irgendwie grundlegend kennenlernen muss. Ja. Und, und gerade so Smalltalk-Fragen wie, wo bist du aufgewachsen oder so, kann ja zu einem, also zu einem voll wichtigen, grundlegenden Gespräch auch irgendwie führen. Also das ist ja genau dann irgendwie auch der Skill, dass man halt dann von dieser Smalltalk-Ebene durch so ein paar Fragen und Anstöße irgendwie auf so eine andere Ebene kommt, wo man halt dann sagt, ah krass, okay, ja, ich bin auch so und so aufgewachsen oder dann, ich weiß nicht, findet man Gemeinsamkeiten, Unterschiede und so weiter. Sonst funktioniert es ja nicht. Also. Wie steht ihr dazu, wenn man aber, ich sage, zu schnell zu deep wird? Weil das finde ich dann auch unangenehmer, also ich persönlich jetzt, wenn man noch gar nicht so diese grundlegenden Sachen weiß über jemanden, aber manchmal tendiert man ja einfach dazu, irgendwie dann schon irgendwie, wenn man dann redet, wo bist du aufgewachsen, dass man dann schon irgendwie dann da so reinkommt in so vielleicht deepere Gesprächsthemen und ich weiß aber noch nicht mal irgendwie, jetzt blöd gesagt, was du studierst oder, ne, also das finde ich dann auch wieder zu, oder? Was denkt ihr? Boah, ich glaube, bei mir braucht es eine sehr lange Zeit, bis ich auftaue, was so Dates angeht, bis ich überhaupt irgendwie deep mit irgendwelchen Leuten rede. Deswegen kann ich da nicht so mitreden. Also ich tendiere eh dazu, gar keinen so Deep Talk zu führen mit Leuten, die, wo ich sage, das gönne ich euch jetzt nicht, dass ihr dann, nicht, das gönne ich euch nicht, aber das ist gerade nicht der wohl, Place, wo ich sage, ich möchte jetzt hier meine komplette Familiengeschichte rausholen oder meine Mental Health Struggles oder so, da sehe ich mich nicht. Ich meine, manchmal, ich weiß nicht, wenn man den Vibe spürt, dass man sehr gut sich mit einer Person versteht oder sowas, dann spricht er ja nichts gegen. Dann mit Liebe rede ich dann da über, keine Ahnung, ein bisschen deepere Themen. Ja. Aber ich finde, bei so ersten Dates hat das eigentlich nicht so viel. Ja, also für mich. Da sind wir dann auch wieder bei diesem Oversharing-Thema, ne? Wozu man, also ich zum Beispiel tendiere dann schon manchmal irgendwie dazu, wenn man eben merkt, von dem Gegenüber kommt irgendwie nicht so viel oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann bin ich so unsicher, weil ich dann auch nicht will, dass es irgendwie langweilig ist oder keine Ahnung, dass man dann schon dazu tendiert, ein bisschen zu oversharen irgendwie, damit man überhaupt ein Gesprächsthema hat oder so. Ja, ne? Das fühle ich auch ein bisschen. Also ich finde, es kommt immer halt, wie gesagt, auf den Vibe vom Date an, so was du auch meintest. Ich hatte auch schon erste Dates, wo man sehr schnell einfach in so ein Thema reingerutscht ist, was dann irgendwie unerwartet deep wurde. Aber irgendwie mochte ich das auch gerne, weil ich mag es persönlich einfach, also was heißt, ich mag keinen Smalltalk, das ist immer so eine doofe Aussage, weil der ist halt einfach notwendig. Das ist halt auch eine notwendige Ebene, so wenn man jemanden kennenlernt. Aber ich fand das irgendwie dann sehr interessant und inspirierend und dann checkt man vielleicht auch schnell, wie so eine Person über gewisse Sachen irgendwie denkt. Aber wenn man dann danach das Gefühl hat, boah, ich habe irgendwie jetzt overshared und jetzt so Sachen vielleicht auch gesagt, dann in diesem Fluss, die ich jetzt eigentlich dieser Person noch nicht anvertrauen wollte, weil wer ist das überhaupt so? Ja, eben. Dann ist natürlich bad, aber ich glaube, die Infos, die ich so rausgebe oder wenn ich dann das Gefühl habe, oh, ich overshare gerade ein bisschen, dann sind das nicht so Sachen, die mich jetzt persönlich verletzen würden oder angreifen, wenn man mich dann damit, also wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt nicht so ein Riesenvertrauen, so wow, ich erzähle dir jetzt das und das. Nein, oh Gott. Aber schon so, wo man sich dann vielleicht, also ich persönlich im Nachhinein irgendwie ärgert, dass man das dann schon rausgeholt hat oder so, ja, obwohl man sich noch gar nicht so richtig kennt oder du auch die andere Person halt wirklich auch nicht so richtig kennst und weißt, die geht da jetzt mit den Informationen zum Beispiel so und so um oder die findet das, wisst ihr, man kann das einfach alles noch nicht so einschätzen und dazu tendiert man halt, also ich persönlich vor allem aus Unsicherheit dann auch irgendwie, ne, dass man über irgendwas reden möchte oder so. Eben auch Lücken füllen, wie du meintest oder irgendwie, dann fängt man irgendwie random an, vielleicht Sachen zu erzählen aus seinem Leben oder zu irgendeinem random Thema. Ja. Ja, und dann. Ich finde, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie sicher man sich mit der Person ist. Ja, also es ist bei mir zumindest so, sagen wir, ihr habt jetzt davor schon, keine Ahnung, so einen Monat oder so durchgeschrieben und ihr wisst schon mies viele Sachen übereinander, dann skippt man natürlich dieses Smalltalk-Ding auch so ein bisschen und dann kann man ja viel eher schon so über deepere Sachen reden. Voll. Aber wenn das jetzt so ein Bumble-Date ist und man trifft sich halt Leute zum ersten Mal und weiß gar nichts übereinander, würde ich nicht zum Oversharen tendieren, glaube ich. Mhm.
ich würde es auch gar nicht zu sehr dann analysieren in dem Moment und hinterfragen, will ich ihm das jetzt erzählen oder so, sondern eigentlich bin ich immer eher dafür, wenn man das gerade fühlt, dann macht man das, weil wenn es nichts wird mit der Person, dann siehst du die halt eh nie wieder und wenn es was wird mit der Person, ist es ja eigentlich auch schön, dass man vielleicht direkt connected hat, auch über andere Themen als jetzt nur Uni oder so. Also ich sehe darin auf jeden Fall auch das Positive eher, immer nach Gefühl, weil die andere Person gibt dir ja jetzt vielleicht auch dann Insight und dann keine Ahnung, kann ich mich ja auch öffnen, aber muss man natürlich auch nicht, aber es ist irgendwie ein schönes Gefühl dann, finde ich, teilweise. Finde ich auch. So organisch ergeben einfach. Ja. So, also, ne, einfach sich auf die Situation einlassen und schauen, fühle ich mich wohl, ist es jetzt gegeben, Room readen ja auch irgendwie und so. Mhm. Und ich will nur sagen, dass eben dieser Smalltalk halt nicht so schlimm ist, wie man immer sagt. Ja. Also, ich sehe das auch so. Also zum Beispiel hält mich auch so viel davon ab, irgendwie dann wieder auf, sag ich, Dates zu gehen, wirklich vollkommen neue Leute kennenzulernen, einfach weil ich keine Lust habe, wieder auf dieses, ich studiere, das und das. Und ich habe mal in Jena gewohnt. Und was ist wisst deine ihr, Lieblingsfarbe? Genau, also das hält mich so ein bisschen davon ab, dass ich sage, boah, ne, aber wenn das dann halt so jemand ist, den ich wirklich interessant finde oder wir wirklich interessant finden, dann lasse ich mich auch mit Liebe darauf ein so, und sage das nicht. Oder mache dies. Und es ist ja auch wichtig, das einfach zu wissen. So, und deswegen finde ich, ist das nichts Verkehrtes, wenn auch das erste Date man so ein bisschen nach Hause geht und sagt, ach, irgendwie war ein bisschen cringe oder so. Mhm. Es ist ja nun mal so. Ihr seid ja vollkommen fremd eigentlich. Fremde Leute in manchen Fällen eben, wo man sich natürlich neu kennenlernen muss und dann natürlich noch nicht irgendwie zu 100% Vibe, weil man natürlich auch so, also finde ich persönlich, man ist unsicher, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt vor so einem Date oder so. Und man geht ja dann schon manchmal nach Hause und ist so, boah, war ich jetzt gerade überhaupt ich selber oder so, weil man eben einfach, wie du ja auch gesagt hast, erstmal auftauen muss und erstmal sich mit der Person irgendwie wohl und sicher fühlen möchte und muss, um vollkommen irgendwie loszulassen vor diesen Gedanken, irgendwie dem gefallen zu wollen oder die beste Version von sich selber irgendwie darstellen zu wollen. Darüber haben wir ja auch geredet, dass das ja eigentlich Quatsch ist, aber Fakt ist, also bei mir persönlich zumindest, dass ich immer aufgeregt sein werde, irgendwie, wenn man jemanden, den man wirklich gut findet, trifft und kennenlernt und dem ja auch irgendwie gefallen möchte, weil er mir ja so gut gefällt oder so. Und ich glaube, das legt man dann erst ab, wenn man wirklich merkt, die andere Person ist, gibt mir Platz und Raum, irgendwie ich selber zu sein. Das ist auch bei Freunden so. Wenn man sich überlegt, wie wir uns die ersten Male getroffen haben, dann war das ja auch ein bisschen cringe oder so. Wenn man das jetzt vergleicht mit jetzt, einfach safe, weil man auftauen muss und erstmal schauen muss, wie geht die Person mit den und den Informationen und oder wie handelt die Person in solchen Situationen und fühlt man sich wirklich wohl und so. Das muss man ja erstmal. Und wenn jemanden trifft, wo das direkt klickt und klackt und das sagt, ja, dann ist das doch super, dann nimm das doch mit. Aber es ist, glaube ich, nicht der Regelfall irgendwie, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich frage mich dann halt, wie viele Anläufe braucht, also wie viele Anläufe gibt man so Dates, bis es so sich dann nicht mehr so cringe anfühlen sollte oder bis man so sagt, okay, jetzt war ich nicht mehr nervös und er auch nicht mehr so nervös und low-key cringe, weil das finde ich halt schon anstrengend, wenn das jetzt über, sagen wir mal, 5 Dates so bleibt. Ehrlich gesagt. Nee, fände ich auch. Also ich sag, wenn das erste Mal so war, dann gebe ich auf jeden Fall noch Chancen irgendwie, auch mir selber einfach. So, wenn ich merke, okay, vielleicht, ne, aber es war halt das erste Mal und man, ne. Aber ich sag, wenn das zweite immer noch genauso ist wie das erste, finde ich, ist schon auch wieder. Bad. Ja. Ich würde 3 geben. Ja. Ich sag, wenn alle 3 Dates cringe sind, ich lassen. Ja, same, das stimmt. Wenn man keine Steigerung merkt. Ja, so wenn es gar keine, ja. Ja, ich bin wirklich ein sehr großer Fan von einfach Selbstsicherheit und Souveränität mit der Situation, dass man es eben nicht, oh, ich weiß nicht, so Blicke oder so eine Awkwardness, ich finde, ich kann das nicht, ich mag das nicht. Und natürlich kann ich nicht sagen, ich erwarte, dass du selbstbewusst bist, wenn wir uns treffen, weil das ist halt leider nicht immer so gegeben, aber ich kann das irgendwie auch relativ gut, dass ich dann halt nicht mich so krass verunsichern lasse, weil wir wissen ja beide, wir finden uns ja gut, so, wir haben uns ja die Situation ausgesucht. Was sagt ihr, ist der beste ich will nicht mal so viel Englisch reden. Ort. Der beste Ort, um ein erstes Date zu haben, um halt so eine Konversation zu führen, weil ich habe jetzt dran gedacht, was ich halt allen abraten würde, ist so ins Kino gehen. Ja. Wo man oder eh was nicht essen quatschen gehen, kann. Sag ich essen auch, auch schwierig eigentlich. Also ich sage, für mich persönlich wäre eigentlich am perfektesten so spazieren gehen oder sowas, jetzt wenn das Wetter gut ist und so, weil ich es, glaube ich, am unangenehmsten fände, wenn man sich wirklich
also du kennst die Person gar nicht und du sitzt dann gegenüber und du machst nichts dabei. Also so Essen, vor allem Essen auch unangenehm einfach. Ja. So. Ja, man isst am Ende. Also meine Erfahrung war immer, ich habe am Ende auch einfach nichts gegessen. Also oder sehr, sehr wenig gegessen in solchen Situationen. Ja. Und deswegen finde ich eigentlich immer so spazieren gehen, man muss sich auch noch nicht so direkt so anstarren irgendwie, sondern man geht irgendwie eine Runde spazieren, holt sich vielleicht im Sommer irgendwie ein Eis oder ein Getränk oder so und setzt sich dann irgendwie nochmal in den Park oder so. Und wenn man sich so gut versteht, dass man sagt, ja, ich will noch mehr Zeit mit dir verbringen, dann geht man vielleicht wirklich noch mal irgendwie was essen oder in eine Bar am Ende. Trinken. Genau, irgendwie sowas. Also das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Angenehmer als jetzt wirklich face-to-face die ganze Zeit zu sein. Und Ja, 100%. Eigentlich sind so Aktivitäten auch ganz süß, aber beim ersten finde ich es schwierig. Also ich habe gestern so ein Ranking gelesen mit den 5 besten ersten Date-Spots. Mhm. Also so durch Abstimmung von vielen Frauen war das halt. Oh. Und auf der 5 war Schlittschuh fahren. Das, da kann ich leider nicht. Das ist cringe auch ein bisschen. Zustimmen. Sag ich leider gar nicht. Also ich glaube, Physical Touch ist relativ schnell gegeben so. Weil aber will ich das, wenn ich die Person wirklich noch nicht kenne? Ja. Wisst ihr? Und kann man denn da reden richtig? Also, nein. Da gehe ich leider gar nicht mit. Gehe ich auch nicht mit. Wirklich nicht. Das ist süß, wenn man in einer Beziehung ist und Schlittschuhlaufen geht. Oder ich sage so 4. bis 5. Date. Ja, true. So, weißt du? Ja, aber nicht zum Kennenlernen. Ja. 4 war Minigolf. Oh mein Gott, ich war mal Schwarzlicht-Minigolf. Nee. Oh mein Gott. Das cringet mich leider abnormal an. Das ist eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Ich sag, es ist lustig, wenn man auch wieder sich kennt und so, aber wenn man dann so ein nicht erstes Date oder so. Nee, auf keinen Fall. Auch nicht zweites, aber. Voll. Also für mich persönlich. Minigolf, Alter. Das ist mir noch nie in. Also es gibt wirklich Leute, die Hilfestellung leisten. Ja, von hinten, Junge. Oh Gott. Okay, also, nächstes. 3 war Picknick. Das finde ich schon wieder süß. Ja, sehe ich auch. Das finde ich schon wieder süß. Man sucht sich so einen Park, im Sommer vor allem, ne? Läuft da süß hin. Man läuft hin, man holt sich vielleicht eine Pizza to go oder so, setzt sich da hin. Ne? Am besten irgendwie noch Berlin ist ja manchmal, man läuft ein bisschen Musik, irgendwie Straßenmusik, also ein bisschen weiter weg aber. Und man sitzt da, Mauerpark guckt vielleicht auch so irgendwie über die Leute und nee, das finde ich richtig süß. Ja, das sag ich ja. Ich sehe ich auch sehr. Ja. 2 war, glaube ich, Kaffee trinken oder sowas, langweilig spazieren, so. Ja, und die 1 war, Leute, ich kann das nicht nachvollziehen, aber vielleicht kennt ihr das, Spielhalle? Oh mein Gott. So wie bei diesem First Kiss hier. Kissing Booth. Ja. Sowas, glaube ich. Ne? Oder bei The Summer I Turn Pretty haben die doch auch dann, wo man diese Basketbälle macht und so. Nee, da sage ich aber absolut nein, weil ich bin, also wenn ich dann da irgendwelche Tanzvierecke treffen muss und mich dann da irgendwie so cringe bewegen muss. Ja. Also sehe ich mich gar oder man, nicht. Man ist zusammen an diesen Automaten so mit so Hebeln und dann, oh mein Gott. Oder dieses, wo man diese hindern, so da redet man doch aber auch nicht so richtig. Wisst ihr, ich brauche doch fürs erste Date, brauche ich doch irgendwas, wo man sich wirklich erstmal kennenlernt. Mhm. Irgendwie und weiß, mit wem man das so zu tun hat. Außer ich habe wirklich noch nicht, also außer ich schreibe schon lange und weiß das, ne? Dann sage ich ja. Aber sonst, wenn du dann da die ganze Zeit irgendwie so in so einer Spielhalle bist, mit so Mucke und musst so schreien gefühlt. Um dann, nee, also da sehe ich mich gar nicht. Also ich gehe bei Kaffee und Spazieren, gehe ich voll mit. Ja. Kaffee, Picknick. Spazieren, Picknick, sage ich auch. Ja. Ich finde auch Lautstärke ist voll das Ding, weil, also ich war auch schon mal im es gibt hier ja dieses schwarze Café in Berlin, was sehr laut halt ist. Mhm. Was aber eigentlich, finde ich, ganz gut für erste Dates ist, aber halt mega laute Hintergrundmusik und Leute und so. Das finde ich immer sehr anstrengend. Und das ist, das finde ich, wenn es so laut ist, sehr anstrengend, weil man sich dann nicht so gut versteht, legit. Also und gerade wenn man sich nicht kennt, ist halt schwierig, wenn wir da jetzt so hingehen und einfach einen feinen Abend haben, ist okay. Aber Wie steht ihr mit nach Hause gehen zu jemandem und so kochen oder so beim ersten Date? Nicht erstes Date, würde ich sagen. Ich würde sagen, wenn es beim ersten Date richtig gut lief, kann man das beim zweiten schon machen. Mhm. Ich fände angebracht, wäre das dritte Date vielleicht. Mhm, Es kommt sehr auf den Vibe an, muss ich wirklich sagen. Es kommt auch voll drauf an, finde ich, ob ihr euch schon vorher kanntet. Also weil manchmal ist man ja auch irgendwie, vor allem hier in Berlin, irgendwie in so Kreisen und man weiß schon so, wer man ist und ne. Man weiß jetzt, man ist kein Mörder oder so, ne? Ja. Und dann sage ich, na klar, dann lass doch einfach bei dir, du hast eine coole Wohnung, dann koch mir bei dir was oder so. Aber wenn ich den noch gar nicht kenne, so, ne, jetzt irgendwie hin Spumble-Date oder so, niemals, sage ich. Kommt auch drauf an,
Inwiefern du mit denen jetzt nur auf Körperkontakt aus bist. Ja. Ja. Nett ausgedrückt. Na klar, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, sage ich. Ja. Da würde ich ja auch jetzt nicht ein Picknick-Date. Genau. Ja, wir reden hier eh nur so. Auf Ernst. Ja, auf ernste Dates kennenlernen. Okay, also, ja, dann. Dann kannst du auch, also dann weiß man ja auch, wo es hingeht. Wenn du da eh bei Bumble drin stehen hast, was Lockeres, na klar, dann kommt auch einfach direkt zu mir. Man muss auch keinen Spaziergang mehr sein. Genau. Also, wenn beide dann der Vibe sind, deswegen, wir reden jetzt nur über. Wir reden über Kennenlernen. Nee, dann würde ich schon sagen, drittes Date so. Ja, wie je nachdem, wie es anfühlt, ja. Kochen kann süß sein. Ja. Und da kann man auch sehr gut quatschen. Und man macht halt was. Ja. Ich finde es immer so wichtig, dass man halt nicht nur so sitzt und guckt, so wisst ihr, sondern dass man wirklich irgendwie was aktiv macht. Das finde ich total cool. Kochen, spazieren, das mag ich gerne. Ja. Weihnachtsmarkt. Ah, das finde ich schon wieder anstrengend. Weihnachtsmarkt ist aber auch ein gutes Date, finde ich. Wie wir da standen letztens auf dem Weihnachtsmarkt und Emma meinte, ich glaube, hier sind so viele erste Dates. Ja, so man viele hat Dates so gesehen. Auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, 100%. Ich sehe so viele TikToks auch. Du und ich. Erstes Date auf dem Weihnachtsmarkt. Nee. Das ist mir auch wieder zu laut und zu viele Leute, ich kann mich nicht so gut konzentrieren auf Gespräche, zum Beispiel dann bei so einem Weihnachtsmarkt, wisst ihr? Ja, also ich persönlich. Okay. Ah, ja, wenn man so viel ist los, man drängelt sich da so durch und dann stehst du da mit deinem 6-Euro-Glühwein und bist so. Dann ist der viel zu heiß zum Trinken. Ja, ist ein bisschen cringe auch. Also ich sag auch so zweites Date vielleicht oder so. Es gibt keine Regeln. Ja, es ist immer, kommt drauf an, wie der Vibe ist, wie ihr euch fühlt. Und wie ihr auch die andere Person einschätzt. Ne? Also vielleicht sagt ihr auch, ihr seid beide so, habt halt Lust auf Spielhalle, dann geht ihr in die Spielhalle. So, ne? So ist nicht, aber ich finde, jetzt von unserer Seite aus. Voll, und ich finde, am besten sind eh so unerwartete Sachen, die dann vielleicht passieren, dass man irgendwie sagt, hey, lass doch noch da und dahin oder hast du eigentlich Bock, noch das und das zu machen und dann geht man irgendwie noch weiter oder so. Und das meine ich so, man kann ja so einen geilen Spaziergang machen und dann merkt man versteht sich mies gut und dann sagt er, ey, lass doch mal noch dahin, da ist ja gerade was, ich weiß, oder du bist halt so, ach ja, ich würde jetzt einfach nach Hause langsam, wir sind ja, wir müssen ja noch, weißt du, das ist so eine gute Methode, um einfach zu gucken, wie es so ist und ob man weitergeht. Weil wenn man direkt bei jemandem zu Hause ist, finde ich, würde ich dann, wenn dann, glaube ich, immer nur zu der Person gehen, oder? Weil ich könnte nicht sagen, wenn das richtig scheiße ist. Ich merke, das ist richtig scheiße. Kannst du nicht gehen. Und dann sagst du, kannst du bitte gehen? Oh mein Gott. Das würde ich ja niemals machen. People-Pleaser hier wieder. Also, aber das könnte ich ja nicht. Und bei einer anderen Person hast du halt immer so die Macht, sag ich mal, darüber, wann du gehst. Ja. Wisst ihr? Ja, ja, stimmt. Voll. Wann sagt ihr, ist der erste Kuss angebracht? Es kommt so drauf an. Weil manchmal. Sorry. Jede Frage ist, es kommt mies auf den Vibe drauf an. Es ist halt wirklich so, weißt du, weil. Ja. Es ist immer Priorität, wie man sich wohlfühlt. Und ich sage, wenn ich den angucke, ich finde den so toll. Ich gucke ihn an, das passt so gut. Und ich habe so Lust auch darauf, näher zu kommen. Und der fühlt das genauso, dann würde ich nicht Nein sagen. Aber wenn ich so bin, also ich finde dich ganz gut, aber ich weiß noch nicht, ne? Dann würde ich mich auch nicht überreden lassen, das zu machen oder sowas. Mhm. Weil da kenne ich das nicht, kenne ich nichts, meine ich. Also da sage ich dann, nee. Aber wenn ich richtig Lust habe, dann warum denn nicht? Und ich finde, das zeugt auch jetzt noch nicht unbedingt davon, dass ich das dann nicht ernst meine oder dass man zu schnell irgendwie körperlich wird. Ich glaube, was anderes dann wirklich mit jemandem schlafen beim ersten Date. Das gewichte ich nochmal so ein bisschen mehr, so wo das so hingeht, sage ich ehrlich. Weil ich genieße das eigentlich auch sehr, wenn man noch nicht direkt körperlich wird bei Dates. Weil ich finde, dass das sehr davon zeugt, ich habe ernsthaftes Interesse, auch dich als Person kennenzulernen. Und so, aber ich verstehe auch, wenn man halt den körperlichen Vibe so abchecken möchte, ob das auch so geht oder wenn man einfach die Lust hat, wenn man einfach die Lust hat so und die andere Person das auch so fühlt, dann würde ich nicht per se Nein sagen. Ja, ja, finde ich auch so. Ich muss sagen, ich bin auch ein Riesenfan davon, wenn man mal abwechselnd was vorschlägt, was man macht, weil ich, also wenn ich mal die Person bin, die halt sagt, lass mal das machen, und dann so nichts zurückkommt, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und so keine Initiative ergriffen wird. Ja, das ist wieder diese Gegenseitigkeit, die wir auch ganz am Anfang hatten. Ja, ne? Ja. Also, dass ich, und da bin ich jetzt so an dem Punkt, dass ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr, die zu sein, die hinterherläuft. Entweder es kommt wirklich Interesse, dann gebe ich auch das Gleiche zurück oder halt nicht und dann halt nicht. So. Also, definitiv, finde ich. Ja. Wir können ja mal ein paar Storys vorlesen, wenn ihr wollt, weil hier war auch eine zweite Date-Story. Okay. Sie hat gesagt,
Vor ein paar Jahren habe ich jemanden von Tinder getroffen, den ich aber schon flüchtig aus der Schule kannte. Beim zweiten, Ausrufezeichen, Treffen hat er im Wald solche Holzpaletten hingelegt, Kerzen hingestellt und Co., um Sterne zu gucken und alles mit einem Freund vorbereitet. Er hat mich dann von der Bahn abgeholt, hat mich überrascht, denn ich dachte, wir gehen spazieren. Wir waren dann dort und haben uns hingesetzt, gequatscht und hatten einen netten Abend, in Klammern hatten nichts. Das ist ja schon insane. Boah, das ist insane. Und das Ding ist, wir haben noch letztens erst wieder darüber geredet, ne? Dass eigentlich sowas ja früher normal war irgendwie, dass man sich Frauen als auch Männer, sage ich, Effort machen, was Süßes, Schönes ausdenken, jemand anderem eine Freude machen oder so. Und diese ganze Gewichtung, dieses Kennenlernen ist ja jetzt voll anders in unserer heutigen Generation. Als man sagt, jo, gucken wir mal, wie es ist, sind wir ja auch so. Dass wir ja zu dem Entschluss gekommen sind, es ist ja fast schon cringe, wenn der Typ zu viel macht. Ja. Wenn der dich so Princess Treatment abholt, zu viel macht. Ah, ich stehe da drauf. Aber. Ja, aber ich meine, dass man dann, wir haben da drüber geredet, Emma Aurora, haben wir da drüber geredet, dass man so ist, oh, ist mir das irgendwie zu viel? Ja, okay, oder ist das von Anfang an direkt auf so einem All-In-Vibe ist? Das verstehe ich. Dass also, man es nicht gewohnt ist. Unbedingt auch. Eine Beziehung. Dann wirkt so mies ernst direkt von Anfang an. Ja, das genau. Ich. Und das ist dann wieder auch interesting, ne? Weil man liest das jetzt und ist so, boah, ist schon matsch. Aber ne? Paletten in den Wald tragen, finde ich auch matsch, muss ich ehrlich sagen. Mit Kerzen. Es gibt ja unterschiedliche Grade an. Ich gebe mir Mühe für dich. Ja. Und ich, also im besten Fall so, natürlich gibt diese andere Person mir das Gefühl, dass sie mich unbedingt gerne näher kennenlernen will und irgendwie gibt sich Mühe und überlegt sich Sachen und so. Und ich mir auch dann, also wenn man dieses Bedürfnis hat, das ist ja schon mal ein richtig, richtig schönes Zeichen. Ich sage, es muss halt irgendwie so ein gesundes Gleichgewicht sein von, ich mache dir so eine kleine Freude, das kannst du ja auch schon machen irgendwie mit, man holt dich ab. Ja. Oder man bezahlt dir das Getränk oder sowas. Kann, muss aber nicht, sage ich. Ne? Also ist ja auch eine Frage immer, die man sich stellt. Da können wir auch nochmal wann anders darüber reden. Ach so, aber wie seht ihr denn bezahlen beim ersten Date? Wegen so kleine Freude machen und so? Ich bin tendenziell die Person, die das selber zahlt. Also die meine Sachen selber zahlt. Ich auch. Ja. Weil ich, wenn der jetzt darauf bestehen würde und sagen würde, nein, dann sage ich, ja gut, aber dann bezahle ich jetzt das nächste. Mhm. So. Weil ich, man kennt sich noch nicht, man liebt sich jetzt noch nicht oder so und dann muss ich jetzt nicht mein Geld ausgeben für ihn und er muss es auch nicht für mich. Also ich erwarte das definitiv nicht, weil ich es tendenziell auch eher unangenehm finde, eingeladen zu werden. Mhm. Aber wenn das dann irgendwie mal mehr wird, dann bin ich wirklich der Fan davon, dass mal ich. Same. Ja, so finde ich es eigentlich auch nice. Oder der gefragt hat beim ersten Mal, kann zahlen. Ja. Ich kann nicht mit Leuten, die sagen, Typen müssen immer einladen. Nee, kann ich wirklich gar nicht. 0%. Also, aber das ist von uns eine unpopular Opinion, glaube ich, weil ich sehe so viele TikToks immer mit ich, wenn er sagt, er will nicht alles zahlen und so. Da gehe ich leider gar nicht mit. Chillt mal, als ob ich davon ausgehe, dass jemand mich jetzt bei allem einlädt. Ich fände es, glaube ich, auch tatsächlich unangenehm, wenn... Dann fühle ich mich so, als würde sich jemand so über mich stellen wollen, weil er jetzt gezahlt hat. Ja. Ja. Ich kann schon auch mein eigenes Essen bezahlen, das ist gar kein Problem. Ja. Habe ich dann so einen Schuldenhaufen bei ihm oder sind das jetzt wirklich Gefallen? Nee, und dann ist es so, muss ich jetzt dir dafür aber so was geben oder so? Ich weiß nicht. Also, ja, es fühlt sich einfach noch nicht so richtig an, wenn man die andere Person halt noch nicht einschätzt und kennt. Ja. Und deswegen bin ich tendenziell eher der Fan, dass jeder einfach sein eigenes bezahlt. Mhm. So. Ich habe noch eine andere Story. Mhm. Das ist auch eine Berlin-Date-Story. Und auch irgendwie ein bisschen funny, weil man so raten kann, wer das vielleicht war. Echt? Ich habe mich diesen Sommer einmal spontan mit einem Typen, in Klammern, den bestimmt jedes Girl zwischen 8 und 25 kennt, getroffen. Ich würde ihn als Thirst-Trap-TikToker bezeichnen und modeln tut er auch. Jedenfalls fand das Ganze in einer Bar am Rosenthaler Platz statt. Wir hatten vorher einige Wochen auf Insta Kontakt und an diesem Abend fragte er mich gegen Midnight, in Klammern Klassiker, was ich gerade mache. Das finde ich schon wieder auch so cringe, ja, wenn du abends mir schon schreibst, was machst du gerade? Ja, Bruder, ne? Schlafen. Oder wenn du mich hier kennenlernen willst, dann mal nicht Mitternacht, ja? Ich antwortete ehrlich mit dem Namen der Bar. Seine sofortige Antwort, ich wohne 5 Minuten von dort entfernt, ich mache mich auf den Weg, Ich war mit meiner besten Freundin dort. In Klammern, wir wollten nur kurz den Vibe dort checken und danach gehen. Auf jeden Fall bin ich von der Nervosität fast gestorben und für meine beste Freundin war es umso schlimmer, weil sie nicht das dritte Rad am Wagen sein wollte. Mhm. Sie ist dann also schnell nach Hause abgehauen und ich saß noch kurz dort und wartete auf ihn.
Kurz darauf kam er durch die Tür der Bar, suchte nach mir und mein Herz ist wirklich fast stehen geblieben. Das kann ich aber super verstehen, ne? Man ist halt mies aufgeregt. Mhm. Mein Herz ist wirklich fast stehen geblieben, denn er brachte 4 seiner Best Buddies mit, die mir auch von TikTok bekannt waren. Hör mal auf. Nee. Er sah mich endlich dort auf meinem Platz sitzen und wir begrüßen uns extrem awkward. Weil einer seiner Freunde kein Deutsch spricht, war die komplette Unterhaltung zwischen uns auf Englisch. In Klammern, wir sind aber beide Deutsch. Oh mein Gott. Und die Freunde schienen sich komplett zu langweilen. Das Ganze war mir so unangenehm und vor allem, als mir am nächsten Tag einfiel, dass ich nicht erwähnt habe, dass ich ja ursprünglich da in Begleitung dort war. Also, ne, man muss sich mal vorstellen. Oh mein Gott. Die kamen ja und dachten, sie sitzen alleine jetzt in dieser Bar. Oh mein Gott. Dementsprechend denkt er und seine Freunde hundertprozentig, dass ich einsam und allein aufgestylt in dieser Bar rumsitze. Nee, das glaube ich nicht. Das wird mich nie wieder loslassen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, okay, das verstehe ich. Aber wie scheiße ist das denn auch von diesem Typen zu sagen, ja, lass auf spontan treffen und er bringt, die kommen zu 5 in diese Bar. Ihr könnt ja mal raten, wir haben hier auch gerade mal im Private geraten, wer das war. Weil jedes Girl zwischen 8 und 25 sagt ja schon viel und aus. Und einer eigentlich spricht nur Englisch, das irritiert mich halt ein bisschen. Das ist ja ein Kumpel von dem jetzt einfach gewesen. Ach so. Es muss ja nicht zwingend eine Gruppe sein. Aber ich finde es krass. Also, ist auch sehr krass. So diese Spontanität auch mag ich eigentlich. Also ich mag das eigentlich okay, gerne, wenn jemand dann schreibt, ja, dann lass doch jetzt mal ne, aber sehen oder so. Nicht weil, um 0 Uhr. Genau, das auch. Und vor allem, wenn das so auch First-Date-mäßig ist, man vorher nur geschrieben hat. Was ist das denn? Ja. Und dann musst du noch auf Englisch mit dem reden, obwohl der Deutsch ist? Da bin ich ja raus. Und ich finde es auch total unangebracht, dann Deutsche mitzubringen bei einem ersten Date. Ja. Unangekündigt, aber ich Junge. Sag auch, das ist diese typische Typen-Influencer-Arroganz. I'm sorry, aber ich habe das ehrlich gesagt, also ja, wahrscheinlich. Ich will nicht verallgemeinern, aber viele habe ich jetzt als so empfunden, dass die sagen, ich kann das halt bringen, weil die findet mich halt so oder so geil. Mhm. Ich finde das total unhöflich, einfach Menschen mitzubringen zu einem, also so schon, okay, wenn man jetzt in einem Freundeskreis ist, also klar, bring gerne noch jemanden mit, das juckt mich dann nicht so, wenn wir uns einfach treffen, aber bei einem Date, wo man sich noch nicht kennt, warum bringst du denn dann da noch ein ganzes Pack an anderen Typen mit? Das ist schon sehr komisch. Und also an das Girl fühle ich wirklich nicht bad, ganz ehrlich, der war genauso awkward, wenn nicht sogar wahrscheinlich awkwarder, weil er seine ganzen Freunde hatte, die alle dann da stumm daneben sitzen. Was ist das denn für eine soziale Inkompetenz? Ich finde, das ist, naja, okay, die hatten natürlich auch eine blöde Situation, aber so, du brauchst dich schon mal überhaupt nicht awkward fühlen, weil die sich einfach selber in diese super komische Situation gebracht haben. Ja. Und das wahrscheinlich dann erst gecheckt haben. Ich hätte tatsächlich meine Freundin nicht nach Hause geschickt. Ich auch nicht. Ich hätte gesagt, du musst hier sitzen bleiben. Aber ich glaube, das Ding ist, sie dachte, wusste ja nicht, dass die zusammenkommen. Und dann verstehe ich auch, als in der Position der Freundin, verstehe ich auch, dass du dann keinen Bock hast, halt bei einem Date dabei zu sein. Ne? Also so dazukommen ist, finde ich, noch was anderes als von vornherein da sein. Aber man hätte erst den Vibe auschecken können. Ja. Und dann hätte sie sagen können, ey, ich muss jetzt los und so, viel Spaß euch. Ja, voll. Ja. Weil da alleine halt zu sitzen und alleine zu warten, ja, wäre mir schon, nicht. Also da wäre ich auch gestorben vor Aufregung, das wäre gar nicht klar. Ich meine, wir wissen ja nicht, vielleicht wollte sie das ja auch so oder keine Ahnung. Ja. Aber ich habe noch eine erste Date-Story. Hatte ein erstes Date mit einem Typen und das war so ein ganz süßer und braver. Also so eine Maus. Ja. Der war auch gerade so gleich groß wie ich. Und dann haben wir uns irgendwann geküsst, was ich im Nachhinein total bereue. Und auf einmal hat er einfach angefangen, mich zu würgen. Also nicht so, dass es aggressiv war, aber schon ganz schön into it. Also ich habe das nicht geschrieben, ne? Und dann meinte er auch, dass er auch noch nie so einen schönen Kuss hatte und so. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte und habe dann einfach geschwiegen. Und als er mich dann gefragt hat, ob ich das nicht auch so sehen würde, meinte ich nur, ja, war schon ganz gut. Weil was soll man bitte in so einer Situation antworten? Der Kuss war sehr, sehr schlecht. Für mich. Und es hat sich angefühlt, als würde ich meinen kleinen Bruder küssen. Und dann noch dieses Würgen. Ha, ha, ha. Mich würde mal interessieren, wie ihr in dieser Situation reagiert hättet. Ganz liebe Grüße. Ihr seid echt total sympathisch. Und ich und meine Schwester lieben euren Podcast. Ach Gott, oh mein Gott. Also, wow. Diese Confidence will ich mal besitzen bei einem ersten Date, so ranzugehen, weil ich finde, und es könnte potenziell rein hypothetisch sein, dass wir drei in letzter Zeit genau sowas thematisiert haben in unseren Gruppenchats. Mhm. Kann man jetzt sagen? Ja, schon. Definitiv. Ich hätte sogar offen gesagt, ja, okay. Ich dachte kurz, ich habe den Text geschrieben. Ich finde es so lustig. Also, wir haben wirklich viel darüber geredet. Krass, ich finde das krass gerade.
Aber es macht mich auch glücklich, dass es scheint ja wirklich Thema zu sein. Thema zu sein, dass Leute sowas machen halt. Leute würgen beim ersten Kuss, was ist das denn? Ich glaube, und wir haben dann ja viel darüber gesprochen, ne? Und wir waren dann halt auch so, ich glaube, dass dann diese Typen, Jungs, was auch immer, die das dann machen, irgendwie ein bisschen proven wollen, dass sie das drauf haben und dass sie gut sind und dass sie, hey, guck mal hier, ich kann das. Ich muss dir was beweisen. Genau, jetzt. Und das ist aber einfach unfassbar scheiße ist, wenn du diese Person nicht mal richtig kennst und auch nicht weißt, ne, jetzt kommen wieder diese, aber was sie vielleicht auch, ne, für Hintergründe hat, ja, mit sowas oder vielleicht, ach so, ja, hat man ja irgendwas mal erlebt oder ich weiß nicht, mag es einfach nicht oder will das einfach nicht. Vielleicht habe ich auch starkes Asthma und krieg direkt keine Luft mehr. Also for real, vielleicht hattest du auch schon mal Nahtoderfahrung oder so und du weißt es aber, also ne? Und ist, ich finde, das ist grenzüberschreitend. Es ist über, also ich will es nicht jetzt so einfach so verwenden, aber ich finde das schon übergriffig, weil das ja schon nicht was ist, was, wo du weißt, okay, jeder findet das gut oder so. Also, weißt du, oder es ist nichts, was zu einem Kuss zwingend dazugehört. Genau, so. Ich finde, es ist nämlich, es ist eher so eine On-Top-Sache, die man aber zusammen abspricht oder sich zusammen so, ich weiß nicht, man erarbeitet sich ja vielleicht so, was man jeweils gut findet und wenn man, so ein erster Kuss ist ja eh schon so, oh mein Gott, wir küssen uns das erste Mal jetzt, erstes Date auch. Da muss ja noch nicht jetzt alles ausgepackt werden, was man so vielleicht aus vorherigen, ja, Beziehungen oder so kennt. Eben, finde ich auch. Ich finde das beim ersten Kuss vor allem so allgemeiner zu halten, eigentlich nicht verkehrt. Und es ist ja auch klar, dass man jetzt auch noch nicht bei dem ersten Kuss, haben wir auch schon mal drüber geredet, so irgendwie diese Chemie dann zerstören will und dann so sagt, ey, bevor wir uns küssen, was magst du? So, das passiert ja einfach eher selten, auch wenn man natürlich immer sagt, das sollte so gemacht werden irgendwie. Und dann verstehe ich auch, wenn man sagt, man testet so ein bisschen irgendwie aus, was der andere vielleicht mag. Also man testet sich ja auch irgendwie durch einfach, was gut funktioniert und so. Und dann kann man sich ja auch mal irgendwie hier anfassen oder am Hals küssen oder sowas, aber auf gentle und halt nicht auf 50 Shades, ich choke dich jetzt hier. Also was ist das denn? Nee, da würde ich auch, und da fand ich das auch so wichtig, als wir diese Situation haben, dann wirklich irgendwie zu sagen, ich will das nicht, oder die Hand wirklich wegzunehmen und das halt nicht so durchzustehen wieder, auch wenn das dir ja vielleicht per se auch nicht jetzt wehgetan hat oder so, aber ich finde das einfach übergriffig, glaube ich. Ja. Auch die Frage, fandest du es nicht gut? Also, wenn die schon nichts dazu antwortet, wenn du sagst, boah, das war so ein guter Kuss, und dann schweigt die andere Person. Ja. Also, die Confidence dann zu fragen, ja, ist krass. Weil was soll sie antworten? Und das ist wieder was, was wir in dieser Folge besprochen haben, wo wir über das erste Mal gesprochen haben, wo ich dann auch gesagt habe, das ist ja, also man sagt ja immer, man soll sagen, man will das nicht, man findet das nicht gut und so weiter. Aber am Ende ist es eine viel größere Hemmschwelle. Auch, ich sage, wenn du den auch gar nicht so gut findest, aber trotzdem sich zu trauen und zu sagen, ich will das nicht, ist irgendwie schon immer schwieriger, als wir das jetzt so sagen können irgendwie. Und deswegen verstehe ich sie auch, dass man sich dann da jetzt nicht traut zu sagen, boah, das war ein mies schlechter Kurs oder ja, ich mochte das gar nicht oder so. Aber es ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass man das machen sollte. Ja. Und sei es auch wirklich nur diese Hand da wegnehmen oder sowas. Aber meistens ist man ja auch schon, also ich persönlich, sehr überrumpelt dann, wenn sowas passiert. Und man checkt noch nicht direkt, was jetzt eigentlich gerade passiert und ob man das mag. Sondern man ist erst so im Nachhinein so, wow. Ja, was war das eigentlich passiert? Ne? Ja, definitiv. Also zusammenfassend ist es ein ähnlicher, ich will nicht die ganze Zeit reden, ihr könnt ruhig auch, also, aber nee, danke. Kommentar ich will damit zusammenfassend jetzt nochmal sagen, irgendwie das Gleiche eben, was wir auch bei der ersten Malfolge gesagt haben, es ist wichtig, dass man sich traut, was zu sagen. Dass man sich traut, was zu sagen oder wenigstens das irgendwie zu verstehen gibt, dass man das nicht will und dass man nicht eine Situation durchsteht oder durchhält oder so. Ne? Also genau, das finde ich halt total wichtig, weil das ist halt auch einfach nicht dieser Sinn. Vor allem, wenn du sagst, der war jetzt eh nicht so dein Type oder du wolltest ihm jetzt eh nicht so. Und selbst dann, ne, wenn man, mein Mann hört auch so Hunger. Same, vor allem, wenn der wie ein kleiner Bruder für dich sich anfühlt. Ja. Du darfst dann ruhig, also man darf schon eigentlich abbrechen oder natürlich kurz nach dem Kuss dann sagen so, boah, ich fühle das irgendwie bei dir nicht. Ja, oder man macht es irgendwie halt einfach nicht. Also man kann ja auch einfach auf awkward und cringe einfach, wenn er reingeht in den Kuss, dann gehst du halt nicht mit. So, oder dann sagst du halt einfach, nee, ich fühle das gerade nicht. Das ist nicht verkehrt, aber ich sage, dieser Typ wird halt
also dieser Typ, von dem du da geredet hast, wird halt, also wird halt verletzt sein. Und der mausige, halt so sagen, süße. So, hä, warum? Oder so. Ja, ich glaube, habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich wird jeder kurz verletzt sein, wenn du dich so zurücklehnst oder sagst, ey du, ich will dich nicht küssen. Ein Freund von mir hat von dem ersten Date jetzt erzählt, der wollte sie dann so küssen. Die saßen da so ganz cute. Das ist halt das erste Date, sie hat es noch nicht gefühlt. Ist einfach so ganz weit nach hinten gegangen und hat ihn dann so angeguckt. Und dann hat er sie halt so zurück angeguckt und war so, oh nein, jetzt habe ich es voll awkward gemacht. Und dann hat sie so, ey, wir vergessen das jetzt einfach. Und dann haben sie sich wieder nochmal hingesetzt und weitergeredet. Ja, die Situation ist passiert und man kann ja auch funny dann drüber reden, ey, lass mal noch ein bisschen warten oder sowas, ne? Ich finde dich ganz gut, aber ich glaube, ich bin noch nicht bereit oder sowas. Ja, genau. Das ist gar kein Problem. Es ist nur cringe, wenn man es cringe macht, so, ne? Finde ich. Aber es sollte nicht als cringe konnotiert sein, zu was Nein zu sagen, was du nicht willst. Ja. Also, ne, vor allem, also, jetzt ist es wieder falsch, was ich sage, aber vor allem, wenn ich den nicht mal so gut finde, ne? Wie du jetzt in der Situation kam ja so ein bisschen raus, fandest du den jetzt halt nicht mal so geil irgendwie, dass du dann, dann würde ich ja erst recht sagen, boah, ich muss dem ja nicht gefallen, weil ich will ihn sowieso nicht oder so. Genau, stimmt. Und das ist jetzt das Falsche, was ich sage, wenn man den halt so gut findet und den so mag, dann ist diese Hemmschwelle halt noch größer, eben Nein zu sagen. Und das sollte aber eigentlich nicht so sein, weil eigentlich sollte er ja akzeptieren, wenn du was nicht möchtest. Ja. Außerdem dieses Ding mit so dann choken oder irgendwelche Sachen machen, damit dieser Kuss möglichst toll wird, das macht er ja auch, damit es für dich schön ist. Und wenn das für dich voll unangenehm ist, dann ist es doch eigentlich auch, also hilft ihm ja, wenn du sagst so, ey, das will ich jetzt nicht oder mach das mal mehr so und so. Wisst ihr, was ich meine? Dann hilft das ja, damit das halt für beide jetzt irgendwie angenehmer wird. Ja, du bist nicht nur dazu da, um zu pleasen. Das ist wieder eigentlich People pleasen auch. Weil man selber soll ja auch Spaß dran haben. Ja, voll. Ich treffe mich, also oder triffst dich ja nicht mit dem für ihn jetzt, sondern weil du gucken willst, ob das halt matcht oder nicht. Und wenn du das schon als kleinen Bruder, also wenn du es schon nicht fühlst, dann, oh, ich weiß, es ist wahnsinnig schwer. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht so imstande, dann zu sagen, du, das ist für mich eher so eine Bro-Basis, so kurz vor dem Kuss oder das danach. Das kann man ja auch immer noch im Nachhinein machen, ne? Also ich würde dann einfach ganz klar die Hand da wegtun oder eben nicht küssen. Eben. Auch wenn es awkward ist, aber wirklich einfach so. Weil wenn ich auch irgendwo nicht angefasst werden will, ich nehme die Hand und tu die woanders hin. Ja. So. Mhm. Und wenn das als Sign nicht reicht und bei der trotzdem Typen, was macht, dann ist man sowieso weg. Im besten Falle. Ja. Also, ja. Ja. Ah, Mann, Leute. Aber es ist gut, jetzt auch für dich gut zu hören. Das andere vielleicht auch. Schwerfällt auch einfach, und man auch. Man ist halt mies überfordert in der Situation, ich verstehe das full. Also man kann sich dann im Nachhinein so viel drüber aufregen, wie man will und dann zurückdenken, so mein Gott, warum habe ich nichts gesagt? So. Aber es ist so viel Reize auf einmal und ich denke dann auch, man denkt ja nicht so schnell. Und dann, man lernt aus so einer Situation. Ich finde, wenn man einmal in so einer Situation war und wo man sich im Nachhinein wirklich ärgert, dass man nichts gesagt hat oder nichts gemacht hat, kann ich zu 100% sagen, kommt es nicht nochmal vor. Ich würde definitiv jetzt was sagen. Oder die Hand, die instant wegmachen. So. Ja, einfach mal zurückchoken, aber auf doppelt so doll. Mit beiden Händen. Ihr chokt euch dann so beide. Geil. Nee, also genau, man lernt da draus, aber es ist halt schade, dass es überhaupt dann zu solchen Situationen irgendwie kommt. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie immer, ich will auch sagen, es gibt Girls, die stehen da drauf. Oder man findet das ja per se vielleicht auch nicht schlecht, aber man kann eben nicht davon ausgehen, dass Leute das eben auch mögen, was man mag. Und das ist dann eben die Kacke, ne? Vor allem, wenn man, also hallo. Also, oder vor allem, wenn das Girl richtig drauf steht, dann würde ich, wenn es jetzt wirklich so Richtung Geschlechtsverkehr geht oder so, keine Ahnung, Richtung rummachen, dann ist es immer eher auf der safen Seite, dass ich als Girl, wenn ich das mies gut finde, einfach die Hand nehme und die da hinpacke, als wenn ich von Anfang an da totgechoked werde und die wegnehmen muss. Das ist doch, also, ich weiß nicht. Man kann es nicht so viel einfacher machen. Ja, ist wirklich so. Und ich meine, wenn du dann die Hand so nimmst und so zeigst, ich mag, dass sie angefasst werden oder sowas, dann kann er auch immer noch dann die Hand woanders wieder hinnehmen, wenn er das nicht mag oder sowas. Ne? Und so ist ja auch irgendwie so die Kommunikation der Liebe. Spaß, aber so ist es ja. Ne? Yeah. Diese nicht cringes darüber sprechen. Aber eigentlich sollte es ja nicht cringe sein. Ja. Ja, wir machen mal einen Punkt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, zusammenfassend, sowohl zum Thema erstes Date als auch jetzt hier erster Kuss, bla bla, es ist alles so ein Herangetaste und man sollte nichts überstürzen, aber man darf sich auch trauen, aber man darf auch nicht übergriffig sein. Ja, auf keinen Fall übergriffig sein, auf keinen Fall davon ausgehen. Ja. Ne? Und
Ja, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ja, ne? Ich würde mich jetzt wiederholen. Man kann auch verbal übergriffig sein, in dem Sinne, dass man... was das ist eigentlich doch auch schon fast übergriffig wieder. Ist ein guter Kurs so, ne? Wie fandest du denn das so? Ich bin so geil. Da denke ich mir auch so, was ist das denn gerade? Also wisst ihr, was ich meine? Ja, so in den Mund legen und ja, so. Total. Findest du das nicht auch? Ja. Was ist das denn? Da würde ich sagen, nein. Das ist tatsächlich würdest richtig du? Scheiße. Nein. Natürlich, will wir es nicht sagen. Ich sage, wenn ich den wirklich nicht gut finden würde, dann würde ich das sagen. Aber es ist bei mir, sobald ich jemanden ernsthaft gut finde, dann bin ich raus, leider. Sagen, wow, mit meiner Konfidenz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man jemanden ernsthaft richtig, richtig gut findet, dass der Kuss so scheiße ist. Ja. Okay, Leute, darauf brauchen wir jetzt ein paar gute Songs, glaube ich. Wir brauchen ein paar gute Songs, um das alles auszublenden. Nein, eben nicht. Ich würde gerne den Song nehmen, bei dem wir bei dem Release-Event, weswegen wir da waren. Ja. Wisdom Teeth von Jakey. Nee, ich grüße. Das war echt ein toller Song. Weil ich muss auch echt sagen, man hört dann wirklich mal mehr auf die Lyrics und ist wirklich ein bisschen touched auch. Also ich finde ich sehr coole Lieder, die er macht, tatsächlich. Ich nehme 10 Times Stronger von Dominic Fike. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little longer. Doesn't feel I'm lonely when you're around. Nein, natürlich nicht. Ne? Das ist Kelly Clarkson. Aber es ist mir direkt eingefallen. Wegen Stronger, ja. Ich nehme Sweet, I Thought You Wanted to Dance von Tyler, the Creator. Süß. Tanzen ist auch eine süße... Activity Nein, tanzen gehen. Oh mein Gott. Ich wäre das wäre mein Albtraum. Nein, wenn du so bei dem bist und man kocht so in der Küche und dann macht er so Musik an, dann ist man so ein bisschen, nicht tanzen, Sophie. Digga. Nicht tanzen, aber so. Also Leute, es war schön. Schickt uns weiterhin eure Stories für She's Talking About You. Yes. Zu verschiedenen Themen. Wir sind offen. Wir lieben muss euch. Gar nicht nur mit Typen sein. Wenn ihr so nicht so eine Date-Person seid, schickt uns einfach eure Lust. Braucht ihr einen Rat? Schreibt uns. Eure coolen peinlichen Stories oder irgendwelche coolen Stories. Tschüss!